Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, ich freue mich total, dass Sie sich heute auf den Weg gemacht haben ins Zeitgeschichtliche Forum. Und ich darf Ihnen sagen, aus meiner Perspektive von hier sieht es ganz großartig aus und macht mir das Herz warm, dass wieder Gäste hier sind, dass wir wieder kleine Veranstaltungen machen können. Wir begehen heute mit einem besonderen Format den 60. Jahrestag des Mauerbaus. In der Nacht vom 12. auf den 13. August 1961 begannen Angehörige der NVA und der Grenzpolizei, das letzte Schlupfloch zwischen Ost und West zu schließen. Sie riegelten die Sektorengrenze ab und errichteten in den nächsten Tagen Zäune und Mauerstücke, die die über 150 Kilometer lange Berliner Mauer bilden sollten. Der 60. Jahrestag ist ein Tag, an dem wir voller Andacht und Trauer zurückblicken auf all die Toten an der Berliner Mauer und an der innerdeutschen Grenze, auf die gebrochenen Biografien und die getrennten Familien. Aber es ist auch der Tag, an dem wir unsere Freiheiten feiern und unsere Demokratie wertschätzen sollten. Das Zeitgeschichtliche Forum Leipzig tut dies mit der heutigen szenischen Lesung in Kooperation mit der Stadt Leipzig und dem Stadtarchiv. Und das Ganze wird nicht nur jetzt live auf die Grimmaische Straße übertragen als Ton, nein, es wird auch aufgezeichnet und im Nachgang wird das Video auf unserem YouTube-Kanal abrufbar sein. Die Texte, die den Blick auf das Geschehen aus der Leipziger Perspektive wiedergeben, werden vorgetragen von der Schauspielerin Viktoria Schätzle und dem Schauspieler Rashid Daniel Sidgi. Und das Ganze wird musikalisch begleitet von Steffen Greisiger. Ich danke an dieser Stelle allen Beteiligten und auch den Kooperationspartnern ganz herzlich und besonders meiner lieben Kollegin Lisa Roggenkamp, die das heutige Format maßgeblich konzipiert und erarbeitet hat. Und nun lassen Sie uns gemeinsam eintauchen in die Zeit vor 60 Jahren und lassen Sie uns den Leipziger Perspektiven auf den Mauerbau nachspüren. Und damit gebe ich ab an Frau Jackes, die heute den Oberbürgermeister der Stadt Leipzig, Herrn Jung, vertritt. Sehr geehrte Frau Dr. Brettschneider, sehr geehrte Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, sehr geehrte Frau Schätzle, Herr Sidgi und Herr Greisiger, liebe Leipzigerinnen und Leipziger. Im Namen der Stadt Leipzig begrüße ich Sie heute ganz herzlich zur Gedenkveranstaltung. Wir blicken heute an diesem Ort der Erforschung und Vermittlung von Zeitgeschichte auf ein sehr trauriges und traumatisches Ereignis deutscher Geschichte zurück. Ein Ereignis, das einen wichtigen Teil unserer Erinnerungskultur ausmacht. In den frühen Morgenstunden der lauen Sommernacht auf den Tag genau vor 60 Jahren zementierte sich die Geschichte vor und hinter dem Wall. Durch die Kampfgruppen der NVA sowie der Volks- und Grenzpolizisten und mit der Unterstützung der Sowjetarmee bleibt von nun an nicht nur die andere Seite Berlins unerreichbar, sondern entzweit unmittelbar und unheilvoll Familien, die deutsch-deutsche Verbindung und schlussendlich ganz Europa. Der Bau der Berliner Mauer und der innerdeutschen Grenze besiegelt den Kalten Krieg fortan und für lange Zeit, nimmt massiven Einfluss auf Biografien, prägt Schicksale und verändert mit diesem Tag die Geschichte des gesamten Landes. Je nach Lesart und Blickwinkel für die Bevölkerung oder die Initiatoren verbinden sich mit diesem historischen Moment völlig konträre Perspektiven. Siegestaumel, Herrschaftssicherung und Bekenntnis, die Einforderung zur völkerrechtlichen Souveränität und zugleich Ohnmacht und Fassungslosigkeit. Gleichwohl hat diese Zäsur in der Existenz auf allen Seiten und unter allen Adressaten alles andere als eine Gleichgültigkeit erzeugt und hinterlassen. In Verantwortung für diese historische Bedeutung, die sich mit diesem besonderen Ereignis verbindet, hat sich der Stadtrat zu Leipzig ebenso wie die Stadtverwaltung dazu bekannt, an diese Handlungen, Schicksale,
Gesichtspunkte und Meinungen in facettenreicher Form und vor allen Dingen reflektiert zu erinnern. Die heutige Veranstaltung mit einer szenischen Lesung ist auch eine künstlerische Form, mit Erinnerungen an Ereignisse umzugehen. Mauerstimmen, der Mauerbau 1961 aus Leipziger Perspektive, widmet sich unter künstlerischer Begleitung insbesondere der lokalen Geschichte im Jahr 1961 in der ehemaligen Bezirkshauptstadt Leipzig. In der Zusammenarbeit mit dem Leipziger Stadtarchiv erfahren wir heute aus persönlicher Sicht sowie aus den Protokollen des Stadtrates zu Leipzig, wie das historische Ereignis in der Messestadt wahrgenommen wurde, wie in Leipzig über den Mauerbau gesprochen wurde, wie die Presse über die Ereignisse am 13. August berichtete und vor allen Dingen, was die Menschen bewegte, zu intervenieren und zu flüchten. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, mit Ihnen gemeinsam neue Erkenntnisse und Sichtweisen über eines der wichtigsten Kapitel des 20. Jahrhunderts aus unserer Stadt zu erfahren. Eine Ärztin, 27 Schwestern und Hilfsschwestern, 4 Krankengymnastinnen, 5 Säuglingspflegerinnen, 3 Laborantinnen, 2 zahnärztliche Helferinnen, 2 Stationshilfen, eine Apothekenhelferin, eine Reinigungsfrau, eine Fürsorgerin, eine Zahntechnikerin, 2 Hilfspflegerinnen, eine BGG-Impffürsorgerin, eine Hilfsköchin, ein Hausmeister, ein Kraftfahrer, ein Lehrling. 55 Personen. Leipzig, den 26.09.1957. Rat der Stadt Leipzig, Abteilung Innere Angelegenheiten. Betreff: Republikfluchten aus dem Staatsapparat. Abteilung Gesundheitswesen. Januar bis September 1957 flüchteten 55 Personen, die im Gesundheitswesen der Stadt Leipzig arbeiteten, aus der DDR. Die gerade vorgelesene Quelle ist ein Dokument, das dem Rat der Stadt Leipzig vorgelegt wurde. Hinter jeder dieser Zahlen steht eine persönliche Geschichte. Die folgenden Dokumente geben Einblick in 3 Leipziger Biografien und die Beweggründe für die Flucht aus der DDR. Helmut Bischoff, geboren am 30. März 1915 in Leipzig, Arzt. Dr. Med. H. Bischoff, Leipzig S3, Zwickauer Straße 83, Leipzig, den 18.10.55. An Chefarzt und Verwaltungsleiter der Poliklinik Nord. Soeben erhielt ich durch Eilbrief vom 17.10. und Telegramm vom 18.10. Nachricht, dass mein Vater wohnhaft in Bad Hersfeld schwer erkrankt ist und dass Lebensgefahr besteht. Ich bitte daher um die Genehmigung einer Reise zu ihm vom 20.10. bis einschließlich 23.10.55. Dazu würde ich die mir noch verbliebenen 2 Tage Resturlaub und einen Tag unbezahlten Urlaub, den ich zu genehmigen bitte, verwenden. Unterzeichnet Dr. Bischoff. Gegen die Erteilung der Genehmigung einer Reise nach Westdeutschland werden von hier aus keinerlei Bedenken erhoben. Herr Dr. B. ist Leiter der internistischen Abteilung der Poliklinik Nord. Unterzeichnet von BGL, Chefarzt, Verwaltungsleiter. Dr. Med. Helmut Bischoff, Bad Hersfeld, Weinstraße 11,
den 21. Oktober 1955. An den Chefarzt der Poliklinik Nord, Herrn Dr. Med. M. Geffers, Leipzig, N22, Mänchestraße 17-19. Sehr geehrter Herr Kollege, zum Besuch meines schwer erkrankten Vaters war ich am 19. Oktober 1955 mit Ehefrau und Kindern besuchsweise nach Bad Hersfeld gefahren. Hier hat sich jedoch eine für mich völlig veränderte Situation ergeben. Mein Vater wird seine bisherige Tätigkeit als Arzt, selbst wenn es zu einer Genesung kommen sollte, aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben können. Somit wäre für die hier lebenden Familienmitglieder ein Verdiener nicht mehr vorhanden. Deshalb habe ich mich entschlossen, die Praxis meines Vaters, die ich sowieso erben würde, bereits jetzt zu übernehmen. Mit der Übersiedlung nach hier ist außerdem gleichzeitig die Zusammenführung der Familie verbunden. Die augenblicklichen politischen Verhältnisse lassen meine nochmalige vorübergehende Rückkehr nach Leipzig nicht zu, da ich damit rechnen muss, von den Behörden der DDR keine Genehmigung zur Übersiedlung in die Bundesrepublik zu erhalten. Daher bin ich leider gezwungen, die sofortige Kündigung meines Dienstverhältnisses zur Poliklinik Nord Leipzig auf diesem Wege mitzuteilen. Auf meinem Konto, Postcheckkonto Leipzig 29533, befindet sich eine Restsumme von DM 483, welche der Poliklinik Nord für die von mir im Oktober 1955 nicht abgeleistete Arbeitszeit zur Verfügung steht. Hochachtungsvoll, Bischof. Abteilung Kader Gesundheitswesen, Leipzig, am 24.10.55. Herr Dr. Bischof zählt mit dem 19.10.1955 als fristlos entlassen, da er infolge Westflucht vertragsbrüchig geworden ist. Diese fristlose Entlassung gilt für sein Haupt- wie Nebenbeschäftigungsverhältnis in der Poliklinik Nord. Die zu viel erhaltene Vergütung sowie der Urlaub von 5 Tagen sind zu errechnen und bleiben als Forderung an Herrn Dr. Bischof bestehen. Erstens an die Poliklinik Nord, Chefarzt, Verwaltung BGL, zur Kenntnisnahme und mit der Bitte um Zusendung einer Beurteilung bis 30.10.55. Zweitens, Rat des Stadtbezirks 11. A. Gesundheitswesen, zur Kenntnisnahme. B. Löhne und Gehälter, zur Beachtung. Unterschrieben von Kluge, stellvertretender Abteilungsleiter. Poliklinik Nord, Leipzig, N22, Menkestraße 19. Leipzig, den 1. November 1955. Beurteilung. Von Herrn Dr. Med. Helmut Bischof, geboren 30. März 1915. Herr Dr. B. trat am 1.4.55 von der Karl-Marx-Universität kommend als Leiter der internistischen Abteilung in die Dienste der Poliklinik Nord. In nebenamtlicher Tätigkeit übernahm Dr. B. auf einer Drittelplanstelle noch die Röntgenabteilung der Poliklinik. Gute fachliche Kenntnisse, erworben in jahrelanger Tätigkeit an der Karl-Marx-Universität und eine sichere Diagnosestellung, verhalfen ihm bald zu einer gut besuchten Sprechstunde. Im Verkehr mit Mitarbeitern und Patienten war Dr. B. stets höflich und zuvorkommend. Gesellschaftliche Mitarbeit lag nicht vor. Alle Werbungsversuche, ihn für den FDGB zu gewinnen, dem er schon an der Karl-Marx-Universität nicht angehört hatte, begegneten bestimmter Ablehnung. Seine Stellung zur SU, in der er längere Jahre in Gefangenschaft war, war sehr reserviert, wenn nicht gar ablehnend. Von hier aus können Gründe, die Dr. B. veranlasst hätten, auf illegale Weise unsere DDR zu verlassen, nicht genannt werden. Dr. B., der während seiner hiesigen Tätigkeit seinen Altersversorgungsvertrag für die Intelligenz bekam, hat nie irgendjemand gegenüber in der Poliklinik Äußerungen gemacht, dass ihm etwas Verärgerndes widerfahren sei. Dr. B. verließ am 19.10.55 unsere DDR, um mit seiner Familie angeblich seinen kranken Vater in Bad Hersfeld zu besuchen und sandte uns dann unterm 21.10.55 von dort das bereits übersandte Kündigungsschreiben. Dr. B.'s Vater war bis einige Jahre nach 1945 im Süden Leipzigs als frei praktizierender Arzt tätig.
Er verließ damals die DDR und ging nach Bad Hersfeld in Westdeutschland. Die Gründe seiner Verlassung der DDR sind hier nicht bekannt. Sie müssten aber aus den dort sicher vorhandenen Akten der frei praktizierenden Ärzte ersichtlich sein. Unterzeichnet von BGL Chefarzt Verwaltungsleiter. Frau Dr. Jeva Wojke wurde am 25. Januar 1913 in Sofia in Bulgarien geboren. Sie arbeitete als Ärztin im Diakonissenhaus Leipzig. Brief von Frau Dr. Med J. Wojke an Evangelisch-Lutherisches Diakonissenhaus Leipzig, Leipzig W. 33, Georg-Schwarz-Straße 49. Zurzeit Berlin, den 23. Juli 1961. Sehr geehrter, lieber Herr Oberarzt, schweren Herzens bin ich leider gezwungen, mit diesen Zeilen Ihnen Enttäuschung, Ärgernis und Sorge zu bereiten. Nach langer Überlegung und inneren Schwankungen musste ich meiner Söhne wegen mich dazu entschließen, die DDR endgültig zu verlassen. Sie wurden zum Studium nicht zugelassen bzw. auf 2 Jahre zurückgestellt. Die Zulassungsaussichten für die Zukunft waren äußerst gering. Ihr Westberliner Schulbesuch 1956-1957, die Beziehungen zum Vater in Westberlin und die passive Haltung der DDR gegenüber wurden ihnen zur Last gelegt. Sie bekamen daraufhin von der Schule keine Befürwortung zum Studium. Ihre Leistungen in der Schule waren durchschnittlich, sodass ich keine wirksamen Waffen zum Durchfechten ihrer Zulassung in den Händen hatte. Dazu kam noch die Einstellung meiner Söhne zu ihrer persönlichen und auch allgemeinen Situation und die Unlust, unter diesen Bedingungen weiterhin in der DDR zu verbleiben. Die wären sowieso daraufhin nach dem Westen gegangen. Vor mir stand jetzt die Entscheidung, ob ich den Verpflichtungen als Mutter oder diesen als Ärztin nachgeben muss. Ich bin mir völlig darüber im Klaren, dass ich durch meinen Weggang Herrn Chefarzt, Ihnen, dem Haus und nicht zuletzt meinen Patienten gegenüber Unrecht handle und sie gerade jetzt während der Ferienvertretungen in große Schwierigkeiten bringe. Deshalb hatte ich schon in Erwägung gezogen, meine Söhne zuerst vorauszuschicken und nach der Ferienzeit selbst ihnen nachzukommen. Jedoch musste ich bei der augenblicklichen unsicheren politischen Situation diesen Weg aus Sicherheitsgründen wieder fallen lassen. Es gibt im Leben Momente, in denen man trotz Einsicht gezwungen ist, unfair zu handeln, um das Primäre und das Vordringliche zu tun. Für eine Mutter bleibt die Sicherung der Zukunft ihrer Kinder immer der Kernpunkt ihres Lebens. Bitte seien Sie mir nicht böse und verzeihen Sie mir mein unkollegiales Verhalten. Ich hoffe, Ihre Flexibilität wird Ihnen die schwierige Situation ab dem 7. August zu meistern helfen. Eine Bitte hätte ich noch an Sie. Vielleicht können Sie unserem Chef vorläufig noch verschonen und ihm die Mitteilung über meinen Weggang erst bei der Wiederaufnahme der Arbeit machen. Ich möchte ihm die Ferientage damit nicht verderben. Von Westdeutschland aus werde ich an den Herrn Chefarzt persönlich schreiben. Für das harmonische Zusammenarbeiten mit Ihnen danke ich ganz herzlich. Seien Sie und meine Kollegen herzlich gegrüßt. Gezeichnet Ihre Jeva Wojke. Leipzig, den 28.07.1961. Rat des Stadtbezirks Südwest der Stadt Leipzig, Abteilung Gesundheitswesen und Sozialwesen. An den Rat des Stadtbezirkes Südwest der Stadt Leipzig, Bürgermeisterin. Republikflucht. Name: Wojke. Vorname: Jeva. Geboren am 25. Januar 1913 in Sofia, Bulgarien. Wohnhaft: Leipzig W31, Pistoriusstraße 43b. Soziale Herkunft: Vater Direktor bei der staatlichen Agrarbank, Mutter Zahnärztin. Erlernter Beruf: Zahnärztin. Staatsexamen 1935 in Leipzig und praktischer Arzt. Staatsexamen 1957 in Leipzig. Tätig gewesen als
praktischer Arzt im Diakonissenhaus Leipzig W33 und als Betriebsärztin im VEB Leipziger Eisen- und Stahlwerk 2. Parteizugehörigkeiten keine. Grund: Frau Dr. Med Woike hatte in der Zeit vom 17.07. bis 7.08.1961 ihren Jahresurlaub. Am 26.07.1961 erhielt Herr Stadtbezirksarzt Dr. Huth beiliegenden Brief von Frau Dr. Woike aus Berlin, in welchem sie mitteilt, dass sie die DDR verlassen habe. Uns war nicht bekannt, dass die Söhne von Frau Dr. Woike nicht zum Studium zugelassen wurden. Die Abteilung Staatliches Eigentum wurde von mir am 26.07.1961 telefonisch benachrichtigt. Unterzeichnet Stahl, stellvertretender Abteilungsleiter, Rat des Stadtbezirks Südwest der Stadt Leipzig, Abteilung Gesundheitswesen. Verteiler: einmal Kreisarzt Dr. Riemschneider, einmal Stadtrat Jänisch, dreimal Abteilung Inneres, einmal SED, zweimal Abteilung Gesundheitswesen. Der Bildhauer Ernst Brauer wurde 1905 in Leipzig geboren. Im Nachlass sind neben autobiografischen Dokumenten, Tagebuchaufzeichnungen und Erinnerungsberichten auch Manuskripte und Abschriften seiner literarischen Arbeiten erhalten. In seiner Biografie für den Zeitraum von 1958 bis 1970 schreibt er: 1958 war ein Jahr großer Veränderungen. Ich verließ Leipzig-Lindenthal, wo ich fast ein halbes Jahrhundert gewohnt habe. Ich verließ Leipzig. Ich verließ die Heimat. Obwohl der Plan schon längst gefasst war, war er jetzt zwangsweise Notwendigkeit geworden, denn es gab keine Entwicklungsmöglichkeiten mehr für mich. In der Sowjetzone muss der Künstler vom Staat anerkannt sein. Das heißt, er muss dem Verband beitreten, wo er dann schon bei der Aufnahme gründlich durchleuchtet wird, besonders in politischer Hinsicht. Es ist ihm sonst nicht möglich zu existieren. Ich hatte es gewagt, für eine Ausstellung eine abstrakte Figur mit einzureichen. Darüber war man sehr wütend, denn abstrakte Kunst lehnte der Ostzonenstaat ab. Er bestimmt auch in dieser Hinsicht die Richtung. Und was dabei herauskam, war ein greulicher Naturalismus. Politisch hielt ich mich zwar neutral, machte aber auch keinen Hehl daraus, dass ich jede Diktatur, in welcher Farbe sie auch auftrete, ablehne. Um mich wirtschaftlich zu halten, hatte ich wöchentlich 3 Tage in meinem Handwerk bei einem befreundeten Kollegen gearbeitet. Die andere Zeit habe ich dann für freischaffende Arbeiten verwendet. Januar, Februar, März wurden dann alle Vorbereitungen zur Flucht so unauffällig wie möglich getroffen. Der Versand irgendwelcher Gegenstände, was aber auch einer Beschränkung unterlag nach Westdeutschland, war nur durch Postpakete möglich, von einem Höchstgewicht von 7 Kilogramm und einen Höchstwert von 30 Mark und nur monatlich 1 Paket an eine Person zugelassen. Dieser beschränkte Rahmen bot nun allerdings wenig Möglichkeit zum Versand, und so habe ich nur einen Teil meiner Bücher, deren ich über 1000 besaß, nach Westdeutschland schicken können. Möbel, Hausgeräte und so weiter habe ich teils verschenkt, teils verkauft und auch stehen lassen. Meine Kunstwerke, die ich allerdings wegen ihrer Größe nicht mitnehmen konnte, habe ich verteilt untergebracht. Flüchtlingseigentum wird sonst automatisch Eigentum der DDR. Und so wollte ich dann Anfang April abreisen, und zwar wie bisher auf Interzonenpass. Aber diesmal wollte ich nicht wieder zurückkehren. Aber die Ostzonenmachthaber, die durch den Aufstand am 17. Juni 1953 Zugeständnisse an die Bevölkerung machen mussten, auch hinsichtlich der Reisen nach Westdeutschland, fühlten sich jetzt wieder stark. Und so wurden Reisegenehmigungen nicht mehr so ohne weiteres erteilt. Das sollte auch ich erfahren. Republikflucht ist Verrat.
Am ersten Osterfeiertag habe ich dann noch einmal meine Verwandten in Bad Dürrenberg besucht. Und am Osterdienstag, den 8. April morgens, verließ ich Lindenthal. Mit einem kleinen Koffer und den notwendigen Papieren fuhr ich nach Leipzig Hauptbahnhof und dann mit dem D-Zug nach Berlin. Da der Zug durch den Feiertagsverkehr stark besetzt war, was ich auch vermutet hatte, erstreckte sich die Kontrolle auf die Personalausweisdurchsicht und so kam ich dann auch ungehindert in Berlin-Ost an. Nun kam noch das schwierigste Stück, nämlich nach West-Berlin zu kommen. Ich setzte mich auf die S-Bahn und die Sache klappte. Ich kam ungehindert nach West-Berlin, Bahnhof Zoo an. In West-Berlin, Bahnhof Zoo, kehrte ich sogleich erst einmal ein und trank auf die gelungene Flucht eine Berliner Weiße mit Schuss, die ich gerne trinke. Wechselte dann die letzten minderwertigen Ostkopeken, 1:4 in Westmark um und fuhr mit der Straßenbahn von Berlin nach Marienfeld in Notaufnahmelager. Dort herrschte Hochbetrieb. Den Feiertagsverkehr hatten viele ausgenutzt. Es waren einige Tausend angekommen. Jahrelang läuft nun schon der Flüchtlingsstrom nach Westdeutschland. Nach den Radiomeldungen wöchentlich ungefähr 5.000. Ob die Ostzonenmachthaber nicht einmal darüber nachdenken, dass da etwas faul sein muss? Wie viele haben schon Haus und Hof, Grundbesitz und Heimat verlassen? Wegen kleiner Unannehmlichkeiten macht das wohl kaum jemand. Gehört haben, heißt Über das weite Meer von Gerd Naczynski, bekannt geworden durch Fred Froberg. Von 1949 bis zum Mauerbau am 13. August 1961 verließen 2,6 Millionen Menschen die DDR. Berlin blieb als geteilte Stadt das letzte Schlupfloch für die Flucht. Für die DDR wurde die Vielzahl der Flüchtenden zunehmend zu einem Problem. Zum einen wurde die Ablehnung der Ideologie des Staates spürbar und zum anderen fehlten immer mehr Arbeitskräfte. Auch im Rat der Stadt Leipzig waren die Fluchten ein Thema. Rat der Stadt Leipzig, Abteilung Innere Angelegenheiten. Besprechung beim Genossen Wiese am 27.04.61. Republikflucht. Jeder Republikflüchtige fügt unserer DDR großen Schaden zu. Prüfen: A. Wer ist schuld? B. Agententätigkeit verhindern. Jeder Republikflüchtige wird vor den Karren des Antikommunismus gespannt. 12. Plenum: Steigerung der Arbeitsproduktivität. Republikfluchten mindern, Arbeitskräfteplan. Jeder einzelne Fall muss geprüft werden. Die bisherigen Einschätzungen sind ungenügend. A. Mit den Sicherheitsorganen beraten und operativ wirksam werden,
damit die Probleme in den Schwerpunktbetrieben untersucht werden können. B. Mit den Fachabteilungen sprechen und Maßnahmen fordern. Beseitigung der Seelen- und Kaltschnäuzigkeit. Abwerbungen werden begünstigt durch A. Reiseverkehr, B. Fachzeitschriften, C. Lastenausgleich, D. Messe, E. Rückkehrer und Zuzüge und Heirat. Zu A. Ausstellung von Aufenthaltsgenehmigungen. Westreisen während der Messe von vielen Kreisen befürwortet. Weihnachten zu großzügig. Döbeln 1300 Anträge, 1100 genehmigt, 900 Republikfluchten. Es darf weder nach links noch nach rechts abgeschweift werden. In der Nacht auf Sonntag, den 13. August 1961, begannen Soldaten, eine Mauer mitten durch Berlin zu errichten. Die Berliner Mauer wurde zum Symbol des Kalten Krieges. 156 Kilometer lang, knapp 4 Meter hoch, gesichert durch Alarmzäune, Türme, Wachhunde und Grenzsoldaten. Die Leipziger Volkszeitung berichtete am Tag nach dem Mauerbau über die Ereignisse. Hier einige Überschriften. Leipziger Volkszeitung, Montag, den 14. August 1961. Den Bonner Ultras Riegel vorgeschoben. Ministerrat verwirklicht Forderung der Masse. Ein Sieg für die Sache des Friedens. Langmut der Deutschen Demokratischen Republik ist zu Ende. Europäischer Frieden und Interessen des deutschen Volkes werden entschlossen gesichert. Konkrete Maßnahmen zur Entspannung der Lage. Kriegshetzer haben nichts in der Hauptstadt der DDR zu suchen. Strenge Kontrollen an den Grenzen unserer Republik. Eine Regelung im Interesse aller Staaten des Warschauer Vertrages. Den Rechtsbrechern wird das Handwerk gelegt. Ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, das Wort Mauer, das wird nicht ein einziges Mal genannt. Auch in den darauffolgenden Tagen taucht der Begriff nicht in der Presse auf. Aber mit den Ereignissen am 13. August 1961 setzt sich auch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leipzig auseinander. Stenografisches Protokoll der 28. Tagung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leipzig am 23. August 1961 in der oberen Wandelhalle des neuen Rathauses. Nach der Begrüßung durch den Oberbürgermeister Kresse und die Vorstellung des Tagungsleiters Bauer erhält Stadträtin Frau Hoppe das Wort zum Bericht des Rates über die Tätigkeit seit der 26. Tagung der Stadtverordnetenversammlung. Frau Stadtrat Hoppe. Verehrte Abgeordnete, werte Gäste. Die heutige Stadtverordnetensitzung findet in einer Zeit des härtesten Klassenkampfes um die Erhaltung und Sicherung des Friedens statt. Die imperialistischen Kriegstreiber und Bonner Ultras versuchen mit einem zügellosen Revanchismus die Welt in ein gefährliches Abenteuer zu stürzen. In diesen für die deutsche Nation ereignisvollen Stunden zeigt die Arbeiter- und Bauernmacht ihre Kraft und verschafft sich neue Autorität. Was wir immer gesagt haben, bestätigt sich jetzt. Entschlossene Maßnahmen gegen die Revanchisten, Kriegsgewinnler und Menschenhändler schaffen frische Luft, entschärfen die Lage und begünstigen die Friedensverhandlungen. Als am 13. August in den frühen Morgenstunden Volkspolizei und Angehörige der Nationalen Volksarmee einen Korridor um West-Berlin legten, um Saboteure, Agenten und Menschenhändler den Weg in das friedliche Berlin zu versperren, gewann die Deutsche Demokratische Republik eine Schlacht für den Frieden.
Es zeigt sich erneut, wie der Klassenfeind die Kraft der Arbeiter- und Bauernmacht in der Deutschen Demokratischen Republik unterschätzte. Jetzt, an seiner gefährlichsten Stelle getroffen, heult er ohnmächtig auf und ruft verzweifelt nach Hilfe bei seinen amerikanischen imperialistischen Freunden. Die Deutsche Demokratische Republik schlug zu. Sicher, präzise und mit Kraft. Mit den Worten, mit dieser Präzision wird jetzt Politik gemacht und ich muss sagen, sie bewährt sich sehr schön und es ist höchste Zeit dafür, dankte Professor Dr. H.C. Franz Konvitschny für die Verleihung des Ordens Banner der Arbeit. In vielen Gesprächen und Versammlungen begrüßten die Werktätigen unserer Stadt die getroffenen Maßnahmen unserer Regierung. Immer mehr werden sich unsere Werktätigen bewusst, dass sich mit guten Leistungen im Betrieb, auf dem Lande, im Labor und an anderen Stellen entscheidend für den Sieg des Friedens und Sozialismus beitragen. Das trifft in besonderem Maße für die Tätigkeit der staatlichen Organe zu. In dieser stürmischen Entwicklung müssen sich die neuen Arbeitsweisen durchsetzen, wie sie in der neuen Ordnung niedergelegt sind. Die Nachricht über die Ereignisse in Berlin hatte Leipzig schnell erreicht. Die Leipziger Volkszeitung druckte in den Tagen danach auch Stimmen von Leipziger Bürgerinnen und Bürgern ab. Leipziger Volkszeitung. Zu unser aller Schutz. Leserstimmungen zu den Maßnahmen des Ministerrates der DDR. Martina Körner, Christel Lübbe, Buchhändlerinnen. Wir haben uns schon seit längerer Zeit im Betrieb mit dem Grenzgängertum, dem Menschenhandel und der von West-Berlin ausgehenden Spionagetätigkeit gegen unsere Republik auseinandergesetzt. Alle waren sich einig, dass derartige Maßnahmen nur zu unserem Schutze erfolgen. Christian Oeltsch, Rangierer im Kraftwerk Dimitrov. Die Maßnahmen sind nur zu begrüßen. Für mich ist die Hauptsache Garantien für den Schutz unserer Republik. Oskar Erich Stephan, Maler und Grafiker. Als ich die Meldung vernahm, war ich hellwach. Ich kann nur sagen, meine vollste Zustimmung. Jeder Staat hat das Recht, seine Grenzen genau zu kontrollieren. Zu West-Berlin waren wir da etwas sehr großzügig. Aber das wurde missbraucht. Nun machen wir von unserem Recht Gebrauch. Thank you.
Mauer stand 28 Jahre, trennte viele Menschen und war eine kaum überwindbare Grenze. Circa 5000 Personen gelangt trotzdem über die innerdeutsche Grenze oder die Berliner Mauer, die Flucht aus der DDR. Circa 1500 Menschen kamen bei Fluchtversuchen zu Tode. Nur knapp 500 der Opfer sind namentlich bekannt. Am 9. November 1989 hielt die Mauer den Menschen nicht mehr stand. Die Mauer wurde überrannt und die DDR sollte bald Geschichte sein. Vielen Dank. Dankeschön.